Nur ein soziales Kassel ist ein starkes Kassel. Dieser Satz könnte sich auch hervorragend als Wahlkampfslogan eignen. Aber so plakativ wie dieser Satz ist, so richtig ist er auch. Natürlich wissen wir, dass die Kommunen die Konsequenzen einer verfehlten und unsozialen Politik tragen, die ihren Ursprung in Berlin und Wiesbaden hat. Die Aufgaben, von der die Stadt Kassel und der Magistrat heute, aber auch allen voran in der Zukunft steht, sind vor dem Hintergrund der sozialen Polarisierung in der Stadt größer denn je. Wir haben aktuell eine Quote von SGB II Leistungsbezieherinnen und Beziehern in Höhe von 14,3%. Damit liegen wir identisch bzw. gleich mit der Stadt Bochum. Die Quote bei den SGB II Bedarfsgemeinschaften liegt unverändert bei über 20%, aktuell 23%. Richtig traurig wird es dann bei der Quote von SGB II Bezieherinnen und Beziehern unter 18 Jahren. Dort beträgt die Quote in zwei Stadtteilen, namentlich Nordholland 51% und Rothen-Dittmold mit 48,5%. Einen traurigen Rekord. Wir begrüßen aber ausdrücklich, dass das Sozialdezernat wieder eigenständig geführt wird. Wir verknüpfen damit aber auch einige Erwartungen. Als da wären die Erwerbs- und Altersarmut muss stärker in den Fokus des kommunalpolitischen Handelns gerückt werden. Besonders drastisch werden wir in den nächsten Jahren die Anzahl von Menschen, die sich in Altersarmut befinden, sehen. Wobei sich Altersarmut allerdings nicht nur monetär äußert, sondern gerade auch im psychosozialen Bereich der Vereinsamung. Altersarmut hat also auch zwei Seiten der Medaille. Die Wartelisten sind lang und länger bei der Kasper-Tafel. Die Diakonie als Träger kann den Ansturm nicht mehr bewältigen. Hier ist für die Zukunft das Sozialdezernat aufgefordert, entsprechende Hilfestellungen und entsprechende Möglichkeiten und Konzepte zu entwickeln, die diesem Zustand Rechnung tragen und die zumindest das kostenlose bzw. in Teilen kostenlose Essen einer immer mehr werdenden Gesellschaftsschicht zu ermöglichen. Die Schließung des Ringerraums war richtig, aus verschiedenen Gründen. Aber diese Entscheidung bedeutet natürlich auch in Konsequenz, dass man die personelle Aufstockung der Straßenarbeit bzw. des Streetworkings in Angriff nehmen muss. Und wir werden dort auch in den nächsten Jahren genau hinschauen, ob die Stellen entsprechend aufgestockt werden. Bei der Wohnungsbaupolitik hat der Magistrat eine Reihe von Instrumenten im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zur Verfügung. Er müsste sie nur beschließen. Aber der Glaube daran fehlt mir. Letztlich und abschließend muss die Kommunalpolitik sich offen für eine zielgerichtete und solidarische Sozialpolitik zeigen. Daran halten wir als Fraktion fest und daran werden wir auch weiter konstruktiv mitarbeiten.